Ja moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Sacred 2 Let's Play vom Mod Diablo 2 Fallen. Oder nur Fallen. Und wir sind im letzten Part ein bisschen falsch gelaufen. Ich wollte da Bishibosch erreichen, aber der ist wahrscheinlich sehr viel höher levelig. Er wird bewacht von Dunkelelfen und das war natürlich ein bisschen zu heftig. Wir sind zweimal gestorben, obwohl eigentlich recht safe gespielt haben. Und jetzt schauen wir einfach, dass wir da ein bisschen vorwärts kommen, Level 10 erreichen, dass auch Sets spawnen können, vielleicht auch zufällig ein Unique, und jo, machen so viele Quests wie möglich, dann vielleicht in der Stadt oder irgendwo im Menschengebiet dann erst oder so. Aber damit wird das auch, man bekommt von Quests, je mehr Quests man macht, desto mehr Set-Items droppen. Und die brauchen wir einfach, die sind schon viel stärker als zum Beispiel in Diablo 2. So, ihr seht, wir haben einen guten Stab, wir machen sehr viel Schaden, auch durch Verzaubern. Läuft eigentlich gut, ein Drachenschild, ja, aber nicht, aber nehmen wir es mal mit, ein bisschen Geld. Und ja, wir haben am Ende vom letzten Part ein bisschen nachgedacht, also ich habe es nachgedacht, soll ich jetzt wirklich handeln noch reintun, und es lohnt sich einfach nicht, weil wir halt einfach auch nicht ganz so viel profitieren von Skillpunkten und so. Ja, eigentlich schon, ja, durch die Aura, durch den Schaden, aber wir wollen ja auch genügend stark sein, weil der Mod hat schon recht schwer ist. Ihr werdet es dann erfahren, wenn wir dann ein bisschen weiter sind. Wenn wir einfach hier nach Osten gehen, dann wird es sehr viel schwieriger. So, wir brauchen unbedingt mehr Verteidigung. Ich brauche aber unbedingt auch noch Schadenskunde. Wo ist das? Wo ist Schadenskunde? Ist das einer? Sieht das einer? Wir haben noch einen Bären gerettet, genau. So, also Schadenskunde ist irgendwie nicht da. Doch da unten. Okay, da habe ich nie hingeschaut. Ich habe immer nur rechts geschaut und hier links unten. Ist einfach die Zusatzwirkung, und die ist bei Zauberstäben sehr stark. Inferno Focus würde uns auch momentan gut helfen, und Konzentration. Für das Schutzschild. Zauberresistenz. Zuerst mal Konstitution, das ist einfach zu wichtig. Ich tue jetzt mal einen Punkt in Konstitution noch und wir wechseln vielleicht ein bisschen ab. Und sobald wir mehr Punkte pro Level bekommen, können wir dann die anderen auch noch hochstufen und so. Nochmals ein Zauberstab, das ist wahrscheinlich weiß oder grau. Grau. Ist aber ein Gift-Zauberstab. Ich könnte ihn mal kurz zeigen. Ja, ist jetzt einfach rot wegen dem Buff. Also Feuer. Aber er schießt so kleine grüne Pünktchen. Bisschen größer als die Magierkügelchen. Magierkügelchen habe ich auch noch nicht zeigen können. Wir sammeln ein bisschen Zauberstäbe. Wir haben eigentlich eine relativ gute Lagerfläche. Und ich kann Charaktere natürlich dazu verwenden, als Lager dazustehen. Können wir schon ein bisschen zeigen. Also, aber sieht ziemlich geil aus. Hat etwas von Diablo 2. Ja, auf jeden Fall. So, also. Das ist Zweibach, glaube ich, hier. Das sind ja die Eiskugeln, die sind auch größer. Ist Feuer am größten und Eis am zweitgrößten. So aus. Ja, durch den Superspawn-Mod habe ich natürlich auch mehr Gegner. Das ist aber auch ziemlich interessant, ey. Laterne. Aber die Gegner droppen trotzdem relativ wenig Items. Müssen wir mal schauen. Dass wir da irgendwie mehr Drops bekommen. Sonst, ja, wir sind einfach nicht gut equipped noch. Wir haben eigentlich ein paar
Ausrüstungsgegenstände noch nicht und sonst einfach Schlechtes. So, wie steht es jetzt mit der Regeneration? 120. Und 120. Wo ist das? Ein Feuerhaut. Da, Feuerdämon. Steht halt nicht, wie viel es erhöht wird. Wir nehmen jetzt den noch nicht. Ich will immer eigentlich einen übrig lassen, dass wir das sortiert haben. So. Schaden, nice. Angriffswert vielleicht noch. Ja, Schwertkämpfer eigentlich. Sehr gut. Also hier haben wir einen Eiszauberstab. Also zwei Hand ist natürlich auch stärker, oder? Aber langsamer. Wir haben kein Schild. Angriffsgeschwindigkeit haben wir auch noch nicht, oder? Haben wir? Ja. Wir haben den Ausrüstungsgegenstand noch nicht. Helm mit Schaden physisch brauchen wir nicht. Intelligenz brauchen wir jetzt auch nicht gerade so extremst. Kaufen wir mal nicht. Ein Amulett mit Lebensenergie. Schaden über Zeit. Schädelfladen. Schaden über Zeit brauchen wir nicht. Rüstung, Feuer, nein. Maximale Lebensenergie. So. Gut, also wir machen Schaden. Einfach den Eisschaden mit dem Buff. Machen wir dann. Ein bisschen Feuerschaden. 16 Schaden mehr. Ist natürlich jetzt auch nicht gerade viel, was der Buff jetzt noch bringt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, sie greift schneller an oder sie hat einfach irgendwie so eine Art, wie sagt man dem? Gut, Ich helfe in die euch. Hauptstadt gehen jetzt. Also scheinbar ist der Elfici einfach so ein Name, so ein Clan von einem, der einfach Elfici heißt. Und wir müssen halt einfach dort etwas bereinigen, einen Zwist zu unserer Familie. Es wird nie gesagt, worauf wir sind. Sind wir auch ein Elfici? Genau, Feuerwaffen, also das sind die Sachen, wie heißt's? Jo, danke schön. 50.000 Gold. Jo, das ist einfach die Story. Also diese Quests, die machen immer pro Charakter eine andere Story. Und es ist ziemlich interessant. Also, bin manchmal überrascht, wo man alles hin muss. Und scheinbar gibt es jetzt hier bei diesem Mod noch Nachfolgequest. Da müssen wir noch eine bestimmte andere Route nehmen oder andere Quests noch nehmen pro Charakter. Dass sie auch andere Leute sind. Sie ist jetzt nicht mehr die Hochelfin, es ist die Zauberin. Und da führen uns da noch Quests hin. Nimmt mir sehr wunder. Das interessiert mich jetzt wirklich. Also bei der Frost Sorcerin habe ich die Quests natürlich nicht gemacht. Ich wollte mich nicht spoilen lassen. Habe ich einfach geschaut, wie variabel es im End, also im späteren Spiel noch ist, wenn man irgendwo eben einen ja, Frost Knower verwendet, der wirklich sehr wenig Schaden macht, das Spell. Gut. Ja, und wir werden wahrscheinlich auch manchmal strugglen. Ist ja auch gut so. Ich will es nur nicht dann übertrieben unfair. Das will ich nicht. Was ist das für einer? Der hat auch wieder keinen Namen. Es macht überraschend viel Spaß, weil auch manchmal etwas Übertriebenes dabei ist. Zum Beispiel die Geschwindigkeit beim Laufen vom Gegner. Und jo, ihr merkt es wahrscheinlich, einfach unter Level 10 hat man einfach richtig wenig Drop-Chancen. Findet eben manche Ausrüstungsgegenstände gar nicht. Muss sie nachkaufen. Oder ja, die Rare sind einfach noch zu selten oder dass es wirklich gute sind. Ich habe jetzt zum Beispiel keinen, doch einen gelben Ring habe ich, aber
Nur weiß und graue Eid, sonst noch einen blauen. Die Gegner wollen einfach nur nichts droppen und dann so mit Level 30 hast du das Gefühl, du bekommst doch auch ziemlich gut Unique-Items über. Oder Set-Items, die gar keine Set-Items sind. Also sie haben kein verbotenes Item. Sie heißen einfach so random wie Rares. Sind wahrscheinlich einfach Geld. Ja, jetzt schon wieder. Hey, ich will doch endlich mal Heiltränke nach dem fünften Mal. Kann ich endlich mal einen Heiltrank trinken? Ist es verbuggt in diesem Mod? Ich hoffe nicht, aber. Ich will ja Heiltränke trinken, wenn ich Heiltränke das drücke, oder? Ist ja ganz logisch. Okay, ich habe schon fast ein bisschen Angst gehabt, ich würde wieder sterben. Aber so ist es, oder? Das ist nicht ganz natürlich so balanciert wie das Hauptspiel. Ist ja auch nicht ganz so gut. Also Enchanted Edition Mod ist wahrscheinlich am balanciertesten. Und der Mod ist wahrscheinlich, ja. Man kann es sogar kombinieren, glaube ich, habe ich damals mal gelesen. Als ich den Enchanted Mod auch gelivestreamt habe. War aber auf Dauer ein bisschen zu zäh. Also man hat einfach sehr zähe Gegner gehabt manchmal. Ich weiß nicht, wie beides zusammen dann balanciert sein soll. Eigentlich gar nicht. Ja, jetzt haben wir hier auch irgendwelche. Die sehen irgendwie aus, als würden sie von Baldur's Gate 3 kommen oder so. So richtig mythisch, elfisch. Cool. So, und jetzt kommen wir so langsam zu den Untoten, zu den Skeletten. Diese frechen Leibeigenen. Man tut sie nicht richtig bezahlen und dann machen sie das, was sie wollen. Ja. Genau, wir müssen hier nach außen herum. Und hier ist das nächste Camp. Upp, nicht hängen bleiben. Ohne Ruine. Ich will in dieser Ruine etwas finden. Tomb Raider. Ja. Schrot. Überall Schrot. Sieht aber cool aus. Und haben sie sehr schön hingebogen. Ah ja, das erste Skelett. Die irgendwie sehr gute Verteidigung haben. Aber schnell tot sind, wenn man sie tötet. Gut. Ihr kennt ja das, Verteidigung ist eigentlich, wie oft man Gegner trifft. Wie wahrscheinlich sie ausweichen können. Also, ja. Und wie gut unser Angriff ist. Oh, 16 Gold. Nein, nicht noch mehr Skelette. Ja, und auch beim anderen Mod, Enchanted Edition, die Sichtweite der Monster ist extremst. Hey, lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich muss mal kurz anderen Zauberstab nehmen. Wir sind so langsam. Haben wir noch ein Schild? Oh, wir haben das Schild verkauft. Doch, wir haben ein Schild. Nee. Sieht nur so aus mit seinen Bällchen. Ja, wir sind noch nicht so ausgerüstet. Gut, also mit mehr Attack Speed machen wir die Schnelle dann. Das ist wichtig. Wieso sind wir jetzt so schnell wegen dem Ring? Weil wir 5,6 oder so haben. Gut. Ah, da ist ein Schild. Wow. Also schnell kann es weitergehen. Also ist der Zauberstab jetzt einfach wegen dem Leveln oder so stärker geworden? Durch den Ring. Hallo. Hau nicht ab, ich brauch dich doch. Ich will noch kurz die Items einsammeln, bevor sie verschwinden. Das ist auch gut gemacht, dass draufsteht, wie lange es geht, bis sie verschwinden. So, jetzt kommt dann eine Quest.
die es in sich hat. Da müssen wir, da genau, diese Frau. Ah, jetzt dummern sie. Wir müssen sich auf das konzentrieren, auf die Leute hier. So, damit sie nicht stirbt, bevor wir sie haben. Dann begleiten. Zu der Stadt. Gut, also die Quest haben wir eigentlich soweit geschafft. Wir machen die Quest. Wir könnten sie auch da lassen. Aber irgendwann mal wird sie wahrscheinlich besiegt. Außer es wird natürlich nicht geladen. Kann auch sein. Ah, sie folgt uns jetzt immer. Das ist natürlich ja nicht so gut. Konstitution, sehr gut. So, das haben wir nicht genau. Schild, Aufladung. Da haben wir noch Feuer. Eine Feuerball. Energieblitz. So. Also. Bring mich zu meinem Mann. Der Mann kann mich retten. Alle anderen. Mich. So, da kam irgendwas los. Oh, da sind viele Gegner. Ich gehe, glaube ich, den geraden Weg. Ich gehe sonst immer hier rechts herum. Aber in diesem Mod, was so schwer ist, habe ich nicht so das Gefühl, ich will. Ach komm, wir gehen aber jetzt gerade mal raus. Die Erdinventar sind natürlich viel einfacher. So. Aber ja, die Skelette sind ein bisschen übertrieben im Mod. Müssen wir ein bisschen noch auf den Balken, auf die zwei Balken konzentrieren. Aber der Bär kann nicht sterben. So, komm. Nicht so viel Schaden, Mann. Ist völlig nein. Ich lasse das nicht zu, dass ich sterbe. Auch wenn du von mega OP bist. So, geschafft eigentlich. Sind wir sicherer? Huiuiuiui. Aber da haben wir aber noch ein paar Gegner. Ja, sind auch Banditen. Ja, sie kommen wirklich mega auf mich zu, wenn sie mich mal entdeckt haben. Oh ja, dieses Wildschwein ist gelb. Könnte auch wie Schaden machen. Ja, nicht so viel. Aber er, ja, er. Er hat natürlich wieder so eine Mega-Waffe. Gut, weg ist er. Blöder Bandit. Immer diese übertriebenen Banditen. Alle. Hey! Gott, ich bekomme wieder viel Schaden. Schon wieder, ja, es ist schon wieder so einer da. Das ist immer noch der gleiche. Hey, wieso treffe ich ihn nicht gut? Einer ist down. Ah, der mit dem Bogen wahrscheinlich wieder. Jetzt muss ich einfach schauen, dass ich noch genügend Heiltränke habe. Jo, ich hatte jetzt gedacht, das wäre leichter mit Verzaubern. Wir können natürlich schon einen anderen Charakter noch beginnen. Mit dem halt irgendwie Items suchen für den. Ne, es ist halt wirklich überall ein bisschen schwer. Ja, ja, komm. Das bringt nichts. Das ist ein gelber Bogenschütze. Der macht so viel Schaden. Und wir treffen sie nicht so gut. Solange wir überleben, ist alles okay. Sterben möchte ich ja nicht mehr. So. Drei Bären vor der Stadt. Wieso nicht? So, Quest abgeben. Und die Bären sagen, oh, ja, ich habe keine Lust, in die Stadt zu gehen. Und ich habe keine Lust zu treffen. Doch, er kommt. Heftigster Mod. Oder wir spielen einfach auf Bronze, aber das ist wahrscheinlich für jeden nicht gerade das Wahre. Aber der Motor will es vielleicht. So. Ja, eben sind manche Skills wirklich sehr underpowered am Anfang. Ich weiß jetzt nicht, was ich
eigentlich euch wirklich zeigen soll. Manche haben einfach so eine langatmige Animation und sind dann einfach nicht nützlich bei so vielen Gegnern wie beim Super Spawn. Und weiterhin ist es langweilig, ohne Super Spawn zu spielen, weil man einfach nicht so die Möglichkeit hat, dann die Items wirklich zu farmen. Man viel laufen muss und wenig Gegner hat. Und nebenbei, jo, es ist natürlich einfacher, am Anfang irgendwie so einen Buff zu haben mit 10, 20 Schaden und dafür keinen Angriff. Das ist wahrscheinlich eher eine schlechte Idee gewesen, weiß es nicht. Aber eben, man kann ja immer relativ schnell wieder dorthin zurückkommen, wo man war. Und ich muss jetzt einfach schauen, vielleicht mache ich. Okay. Mein Stab für Mache euch. ich eine Amazone mit Stacheln? Ne, Stacheln waren ja nicht gut, stimmt. Ja. Ich muss mich ein bisschen mehr vertiefen, noch etwas Besseres finden. Es ist echt schade, dass Mods eigentlich immer mega übertrieben sind und da braucht man einfach diese Kenntnisse, wie der Mod so funktioniert oder wie er denkt. Ah, genau, das Blind Guardian Konzert. Auf Das ist eine mich ist Verlass. Heavy-Metal-Gruppe aus Deutschland, die hat für das Spiel die Musik gemacht. Und hat dafür so eine Quest bekommen mit Konzert. Kann ich leider euch nicht zeigen, ist wahrscheinlich copyrighted. Aber dürft ihr gerne auch natürlich auf YouTube dann suchen. So, ja. Noch nicht. Rüstung hier. Auf jeden Fall. Also wir suchen mehr von diesen Runen, machen uns nochmals ein bisschen stärker. Und ich muss auch ein bisschen mehr auf Zauberstabkunde für den Attack gehen. Ich Oder es entnehme ist dir die halt immer Macht. so, dass Gegner einfach viel zu viel Verteidigung am Anfang haben. Und man Angriff auch nicht gerade so mega schnell hochstacken kann, Aha. wie die Noch Gegner es einer machen dieser bei der Verteidigung. Steuerabgaben für Senator Gracchus. Findest du es nicht merkwürdig, dass er seine Gut, dürft ihr gerne Steuereinnahmen lesen. auf die Stoppen, kurzes Kneipe Video und einsammelt? lesen. Wach auf. Aber bis der fertig erzählt hat, ja, können wir natürlich noch viel mehr Action und schneller vorwärts kommen. Ja, ist leider extremst manchmal, vor allem auf Deutsch, wie die Texte so lange gehen. Und einfach auch nicht gerade so mega spannend sind. Es wird meistens sehr viel erklärt. Ja, das muss noch gesandt werden und ja. Die Wegbeschreibung dann noch dazu und so. Und das ist halt fürs meiste Let's Play und so. Ah, cool. Ja, hat das Schlimme. Hier ist ein Easter Egg aus dem Secret 1. Das war ein Charakter, der Gladiator. Genau. Hat aber besonders orange. Hat er immer schon ganz orange? Ich glaube, er hatte eher so braun-orange Vielen Haare. Dank. Ihr seid eine gute Seele. Eine erfolglose gute Seele. So, und in manchen Städten gibt es auch von Diablo 2 Charaktere, eben von Secret 1. Es gibt zum Beispiel dort, wo wir in Schlenfurt im Osten waren, im Osten von Schlenfurt, wo wir Richtung Wolf gingen, ein bisschen südlich unterhalb vom Bauernhof, wo östlich ist von Schlenfurt, da gibt es noch die Waldelfe mit ihrem Beschwörungseinhorn. Der ist immer noch Da hier. bist du ja wieder. Nun denn. So. Also er hat so gesagt, ja, wir müssen das aufhalten, jemanden, der Frauen und Kinder verschleppt. Und darauf müssen wir jetzt in die Menschenregion gehen. Gut, also ich hoffe eben, es wird ein bisschen
schwerer. Also nicht schwerer, aber es wird ein bisschen fairer. Und wir werden schwer für die Gegner. Also die Gegner müssen einfach weniger Schaden machen. Sonst hätte ich gedacht, ich könnte einen Druiden spielen. Mit Beschwörungen. Also Beschwörungen eher nicht, aber mit Verwandlungen, genau. Aber da ist auch so ein bisschen ein Problem da, dass wir dann einfach auch zu wenig Ding haben, Schadensarten. Weil die sind, glaube ich, doch die sind abhängig von der Waffe. Also wir müssen die Waffe dann umschmieden können. Dafür sind sie auch ziemlich stark. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wir können dann keine Items einsammeln. Wieso haben sie das nicht einfach gemacht? Das macht doch keinen Unterschied, ob es eine Bärenklaue oder eine Menschenhand ist. Irgendwie kann man dort die Items trotzdem einsammeln. Also, das ist ein bisschen komisch gemacht, oder? Ich spiele es nicht gerne. Oder so ein Paladin oder Barbar könnten wir spielen, aber da habe ich auch eher nicht so Bock drauf. Man macht die Sounds sind ein bisschen nervig vom Paladin und vom Barbaren. Immer so, Das ist ein bisschen komisch, also. Ja. Müssen wir dann schauen, aber wir spielen so gut und schnell. Also, ja, so viel wie möglich einfach diesen Charakter. So, jetzt habe ich die Quest mit dem Oster-Event gemacht. Also, da mussten wir den Osterhasen da unten einfach die Ostereier finden und müssen das in der nächsten Dorf dann auch machen. Eigentlich muss ich jetzt gar nicht mehr zurück. Gehen wir gleich mal hier hoch. Ja. So. Ja, und jetzt kommen wir so langsam in ein Gebiet, wo es auch wirklich Schaden hagelt. Eventuell sollte jetzt noch nicht so viel dort sein. Das wird uns der nächste Part eigentlich sagen, oder wie wir es dort aushalten. Lust, auch einen anderen Gegner zu suchen, habe ich noch. Aber nicht in diesem Part. Einfach ein Bosskampf, der in der Nähe ist. So. Die machen sehr viel Gift schon. Ich brauche Zauberstabkämpfe momentan. Eher. Oh, Hilfe. Also jetzt sind wir über Level 10. Wenn wir jetzt recht gute Uniques und Sets bekommen, haben wir schon eine gute Chance. Die Mäuse sind. Ich dachte schon, was sind das viele Gegner im Boden, wo man nicht sieht. Das sind einfach Mäuse im Gras. Oh, jetzt kommen richtig viele Geschosse. Ja, immerhin sind die nicht so stark. Bisschen unbalanciert, aber das geht schon. Also jetzt treffen wir wieder viel besser als vorher. So. Ich probiere etwas noch aus. Es gibt eben diesen Bug, wo Beschwörungen nicht angreifen. Ob sie dann auf Kommando angreifen. Vielleicht, wenn ich die richtigen Tasten noch heraussuche. Aber wird wahrscheinlich auch nicht so sein. Die sind einfach ein bisschen fairer balanciert. Und ich bin halt einfach Necromancer-Fan und der hat einfach nicht gute Spells. Weil allgemein einfach am Start Dots einfach zu schlecht sind. Habe ich das jetzt eigentlich nie so richtig anschauen wollen. Ja, wie denn, wenn es einfach zu schwer ist, oder? So, da sind irgendwelche. Ja, Fürsten aus Akt 4, glaube ich, oder so. Zu uns gehören. Oder sind einfach die von der Festung des Wahnsinns.
Genau, diese Wiederbelebungen sind sehr stark. Aha, sie sind gegen mich, okay. Leider sehr schwer. Hat mich gerade ein bisschen low gemacht. Wo müssen wir hin? Hier hoch. Lieber nicht allzu sehr. Genau, gehen wir kurz in die Siedlung rein. Ja, der Mod hat es in sich. Da müssen wir noch ein bisschen etwas. Die da. Wie stark, die haben doch. Wow. Jetzt auch so Schaden gemacht, aber haben die Reflekt oder so? Ah, die haben einfach Schläge, die sehr stark sind. Und so eine Verlangsamungsgift-Ding. Ja, ziemlich heftig, der Mod. Müssen wir ein bisschen besser planen, bevor wir da wirklich Erfolg haben können. Kann auch sein, dass wirklich der Mod schon für die lieben wahnsinnigen Dauerspieler sind, die da jede Taktik auch herausfinden wollen und so. Oder einfach immer extremst abwarten, bis sie in ein nächstes Gebiet gehen, einfach so diese Mega-Ausdauer haben. Die bringt ja auch sehr viel Erfolg, diese Mega-Ausdauer. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, nur mit Verzaubern zu spielen ist doch auch ein bisschen zu schwer. Weil wir Verzaubern einfach nicht gerade hochbringen können noch. Jetzt einfach die Items fehlen. So. Aber die Nächte sind cool und ja, das Ambiente. Die Items sind cool, werdet ihr dann sehen, wenn wir dann mal finden. Macht einfach sehr viel Spaß. Viel mehr als das Hauptspiel. Aber ist einfach dafür extremst unbalanciert. Der Mod, da kann ich einfach irgendwelche Monster einfügen, wie die Dunkelelfen oder hier die Magier fürs Seis. Einfach so unglaublich viel Schaden am Anfang schon reißen. Hat er nicht irgendwie so eine Tabelle gemacht, wo er Schaden auf Level 10 noch ziemlich gering macht und dann auf Level 200 dann umso mehr oder so. Ich habe irgendwie das Gefühl, er hat einfach keinen Bock gehabt, so viel zu auszubalancieren, oder? Dass diese Kurve der Schaden halt einfach steigt mit Level. Aber gut, Motto haben wir immer am wenigsten Zeit. Das ist wirklich toll, jetzt einfach auch mal so einen Mod auszuprobieren. Im weiter als Orc-Gebiet habe ich nicht spielen wollen in meinem Testdurchlauf. Ich hatte ja Windows 11 und da ist das Spiel auch immer abgestürzt. Nach so 2-3 Minuten und es war einfach unspielbar, oder? Jetzt müssen wir wieder starten, wieder weiter zocken. Wieder starten, wieder weiter zocken. Oh, was ist denn das für einer? Betrieben. Ist das nicht derjenige, der vor dem bösen Tempel am Anfang ist? Da waren wir überhaupt gar nicht, genau. Da waren wir nicht oben drüber, auf dem Hügel, beim Wolf. Hallo? Ich will mal Schaden drücken. Dieses Hit and Run. Aua. Wo ist der Böse? Wo ist der Gelbe? Gelbe. Machen also als weiße Gegner schon sehr viel Schaden. Okay. Kann man verstehen. Also eine Möglichkeit wäre es eine Trapsin. Und die andere Möglichkeit wäre einen Feuerdruiden. Weil Coldruiden gefallen mir nicht so, die haben einfach so Wirbelstürme, oder? Drei verschiedene Wirbelsturmsachen, Hurricane als großer noch und der hat eine große Anführungs-, also eine Zeit, wo er die
ausführt, Ausführungszeit. Und dann ist einfach relativ viel dort noch. Aber irgendwie nicht so. Aber wir haben jetzt schon mal angefangen. Hallo Hansi. Und ja, besiegt mal den Bug. Hier ist der erste Bug, also Käfer. Ist das der Bug? Spielen. So, wenn ihr mich nicht angreift, seid ihr leid. Sobald ihr zu nahe seid, Zauberstäbe sind halt einfach blöde, dass sie ganz nah nicht gut treffen können. Ich finde es cool, dass der Tempelwächter zur Assassine wurde, also Traps sind, dann ist. Ist eigentlich ziemlich cool. Also, ich werde auf den nächsten Part dann natürlich noch schauen, was am besten Sinn macht. Einfach ein bisschen Tests machen, dass ihr das nicht, ja, auch sehen müsst. Dauert natürlich recht lange. Oder wir machen es einfach dann am nächsten. Wir könnten. Ja, es ist schon leider schon sehr lange. Gut. Was haben wir denn hier noch für Ding? Wir haben vom durch Drachenform. Wirbelwind. Sonst nichts. Okay, also. Bei der Trap sind, da kann es einfach nicht so gut treffen, leider. Mein Opa. Wir haben hier gerade nach oben geschaut. Hey, Opas, kommst du mit mir? Es gibt ja sonst noch der Donner-Skill hier. Der heißt, glaube ich, einfach Blitz in Diablo 2, stimmt. Eis spielt leider nicht so toll, da muss ich immer mega ziehen. Frostschlag wäre sehr langsam gewesen, glaube ich. Teleportieren ist halt wirklich toll, wegen sehr weit teleportieren. Aber braucht man dann natürlich auch fast nirgends. Also ich muss mal kurz schauen. Also die Ringe können wir mitnehmen, die kann er ausrüsten. Und die Zauberstäbe, vor allem der große Zauberstab, können wir gut am Anfang gebrauchen. Gut. So, dann haben wir noch ja, für die zwei Runen und zwei Amulette, zwei Ringe und ja, immer die Ausrüstung, also die Rüstungen sind für einen Charakter. Die können wir jetzt beim Druiden natürlich nicht gebrauchen. Die sind immer Hochelfe. Die Tränke nehme ich noch mit. Ja, dann machen wir im nächsten Part den neuen Charakter. Ich denke Feuermagier und also Feuer, wie heißt es? Erdmagier oder so. Beim Paladin hätten wir noch ja, Himmelsfaust, auch Frostaura, wie es heißt, Eisaura, nein, Frostaura, glaube ich. Ja, mal schauen, also ja, nächsten Part dann halt einen Charakter, der ein bisschen besser spielt. Ah, dass es so schnell einfach aus, also mit Angriffs- und Verteidigungswerten der Gegner. Vom Schaden her auch. Und einfach mega spürbar die Resistenzen bei den Gegnern. Das ist schon heftig. Da kann man ja gar nichts vorplanen.
Man weiß es einfach nicht, du musst dann wirklich auch sehen. Okay. Bis zum nächsten Part. Dankeschön und dem sorry, dass es so schwer ist. Kann ich natürlich nicht so voraussehen. Ja, da muss man länger spielen und einfach ein bisschen ausprobieren. Das werden wir im nächsten Part und dann auch sehen, dass wir wahrscheinlich besser killen können. Ich weiß jetzt gar nicht, was er noch für Skills hat. Diese Kugel? Magmakugel oder Lavakugel? Nein, Magmakugel. Irgendwie verbrennen heißt es, glaube ich. Und dann noch diese Eruption, glaube ich, heißt es. Armageddon hat er auch noch, genau, stimmt. Ja, aber wahrscheinlich einer, mindestens einer fehlt, weil die Beschwörungen ja noch dort sind. Naja. Gut. Und nehmen vielleicht den Bären noch dazu als Aura. Müssen ab Konzentration recht schnell finden. Ja, und spielen wahrscheinlich wieder ohne Handeln. Ich weiß es nicht genau, aber kann es nicht sagen. Tschüssi, ja, bis morgen sicher mal bei dir, Sacred 2. Vielleicht bin ich auch im Livestream dann, wenn ihr das schaut oder nachdem ihr das Video geschaut habt. Oder ein Last Epoch Part ist online, ja. Und schreibt einfach, was ihr noch für Projekte sehen wollt und alles Mögliche, dass ich wieder ein bisschen mehr habe. Gut, ja. Dann tschüss.